Mein Name ist Tobias Peter und ich bin Korrespondent des Redaktionsnetzwerks Deutschland in Berlin. Und ich bin jetzt verbunden mit der GEW-Vorsitzenden Marlies Tepe. Hallo, Frau Tepe. Hallo, Herr Peter. Frau Tepe, im nächsten Schuljahr soll es so weit wie möglich, sagen die Kultusminister, regulären Unterricht geben. Freuen sich die Lehrer darauf? Das ist, glaube ich, eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Die Stimmung ist sehr unterschiedlich. Eigentlich wünschen sich alle sozusagen normalen Unterricht. Aber in dieser Situation haben sie doch sehr viel Angst und Sorge und sie wünschen sich, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Wie normal kann denn das nächste Schuljahr aus Ihrer Sicht sein? Ich denke, dass die Regeln, die in unserer Gesellschaft dann gelten werden, also wenn der 1,5 Meter Abstand weiterhin gilt, müsste er auch für die Schulen gelten. Insofern kann kein ganz normaler Unterricht vermutlich sein. Wenn diese Regel nicht mehr gilt, ist es was anderes. Das führt dazu, dass die Schulen sehr, sehr gut planen müssen. Ich denke, dass es sehr individuell sein muss, die einzelnen Pläne. Es gibt ja Schulen, zum Beispiel Grundschulen auf dem Land, die sehr viel Platz haben, in der man Hygienemaßnahmen gut umsetzen kann. Es gibt Schulen, in denen das sehr, sehr schwierig ist. Von daher denke ich, wird das sehr individuell zu handhaben sein. Lehrer misst man ja auch an ihrer Unterrichtsvorbereitung. Deswegen meine Frage an Sie, wie gut bereitet die Politik aus Ihrer Sicht das nächste Schuljahr gerade vor? Ja, das ist schon bedenklich. Ja. Ich habe gerade heute eine Videokonferenz mit Kolleginnen und Kollegen gehabt. Wenn vielfach praktisch am Donnerstag eine Nachricht kommt oder manchmal erst am Freitag, wie ab Montag Schule gestaltet werden soll. Also auch in den Ministerien ist ja gespart worden. Es gibt da zu wenig Menschen, das ist mir klar. Aber natürlich müssen Sie hier klarere und eindeutigere Vorgaben geben, damit es für die Kolleginnen und Kollegen zu schaffen ist, auch für die Schulleitung. Es ist im Moment eine riesige Herausforderung. Sie haben ja selbst gesagt, so ganz normal wird das nächste Schuljahr dann vermutlich doch nicht sein. Das hieße, wir könnten es auch wieder zu tun haben mit dem Nebeneinander von Präsenz- und Digitalunterricht. Deswegen meine Frage, wären die Lehrer bereit, sich in den Sommerferien im digitalen Unterrichten fortbilden zu lassen nochmal, wenn es denn ein entsprechendes Angebot gibt? Die Personalräte der einzelnen Bundesländer bestimmen ja diese Fragen mit und die müssen das beurteilen, wie das in ihrem Land zu sehen ist. Es gibt Bundesländer, in denen auch in Ferienzeiten Fortbildungsangebote gemacht werden. Das wird dann unter Mitbestimmung dort jeweils gestaltet werden. Haben Sie denn Sympathie für die Idee, dass man sich in den Ferien dann nochmal fortbildet? Also, dass es dann Bedarf gibt, ist, glaube ich, unbestritten. Oder sagen Sie, das war jetzt auch eine anstrengende Zeit und da müsste es jetzt eben einfach auch die Ferien geben? Also, es war eine anstrengende Zeit und viele Kolleginnen und Kollegen haben sehr viele Überstunden gemacht. Und die brauchen, denke ich, auch die Erholung. Ich weiß, dass es ein Nebeneinander gibt von Menschen, die oft sehr unterschiedlich sich gerne fortbilden. Manche sagen, mir ist es lieber in der sogenannten unterrichtsfreien Zeit, also auch in den Ferien. Und andere möchten es anders gestalten. Die wichtigste Fortbildung für unsere Kolleginnen und Kollegen sind schulinterne Lehrkräftefortbildungen, damit man in einem gemeinsamen Konzept sich gemeinsam weiterentwickelt, je nachdem auch, wie die Ausgestaltung schon ist.
soll ja angeblich jetzt nach den Sommerferien Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler geben. Da bin ich mal gespannt, wie das gestaltet werden soll. Und im Konjunktur- oder in dem Hilfspaket der Bundesregierung ist ja auch vorgesehen, dass die Kommunen unterstützt werden sollen mit Systemadministratoren. Da bin ich auch sehr gespannt, ob die Kommunen die Systemadministratoren finden. Und mit allen diesen zusammen muss man natürlich dann Schule neu gestalten. Ich glaube, dass wir auf längere Sicht von den Kolleginnen und Kollegen viel Flexibilität erwarten müssen, damit sie sich immer wieder auf die neuen Situationen einstellen. Jetzt leiden unter dem ausgefallenen Unterricht natürlich besonders diejenigen, die zu Hause nicht so gut gefördert werden können oder auch gar nicht gefördert werden können. Was können Sie von Seiten der Lehrer anbieten, um diesen Schülern zu helfen? Also die einzelnen Bundesländer haben da ja sehr unterschiedliche Programme mit Schulsozialarbeit, zum Teil auch mit Aufsuchen der Schulsozialarbeit, die Schülerinnen und Schüler zu fördern. Ich denke, dass wir auch schauen können, ob unsere Kolleginnen und Kollegen, die zur Risikogruppe gehören, auch einzelne Kinder mit Einzelunterricht stark stützen. Ich habe jetzt gehört von vielen Kollegen, dass die kleinen Gruppen, in denen sie ja zum Teil jetzt unterrichtet haben, weil der räumliche Abstand da sein soll, dass das sehr geholfen hat. Also kleine Gruppen wäre gut, zusätzliche Angebote wären gut. Glauben Sie, dass Deutschland sich bei der nächsten PISA-Studie deutlich verschlechtern wird, eben weil so viel Unterricht ausgefallen ist? Also weltweit sind ja die Schulen geschlossen worden. Wenn man da nachfragt, könnte es sein, dass weltweit da andere Ergebnisse zutage treten. Aber das Lernen haben die Kinder ja auch vorher gelernt. Und ich glaube, was jetzt so deutlich ist, dass das selbstständige Lernen stärker gefördert werden muss. Und die Schulen, die sich da schon weit auf den Weg gemacht haben, sind Vorreiterschulen. Und die Ministerien müssten jetzt solche Wege gut stützen. Das wäre wichtig. Wie viel Optimismus haben Sie, dass das nächste Schuljahr gut läuft? Ich habe nicht so einen großen Optimismus, dass wir zu den gewohnten Wegen zurückkommen. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Sorge um die Reisemöglichkeiten jetzt, die die Menschen haben und dass von daher dann wieder etwas mitgebracht wird. Aber ich bin optimistisch, dass die Kolleginnen und Kollegen ihren Unterricht weiterentwickeln. Aber ich erwarte von den Landesregierungen, dass sie mit mehr Stützmaßnahmen den Kollegien helfen. Also Lernplattformen, digitale Tools, dass die bewertet werden, dass es transparente Kriterien gibt, was ich benutzen darf und was nicht. Dass nicht die einzelnen Lehrkräfte dann Ärger mit dem Datenschutz bekommen, sondern dass da genau überlegt wird, dass die vielen Materialien, die angeboten werden von Firmen, dass die einem Kriterienkatalog unterliegen und dass da auch Genehmigungsverfahren sind, ähnlich wie bei Schulbüchern. Also es gäbe eine ganze Menge Hilfen, die gut wären, damit Schule besser laufen kann. Frau Tepe, ich bedanke mich für das Gespräch. Herr Peter, vielen Dank Ihnen auch.